Willkommen, liebe Tatjana. Schön, dass du heute hierher gekommen bist, um uns ein bisschen über dich erzählen, wie es dir geht, über deinen Werdegang, wie du deine Regiearbeit siehst, wie du die heutige Situation einschätzt. Vielleicht auch kleine Prognose, obwohl die Prognosen haben sich nicht immer so bewährt, wie es wir uns gehofft haben, aber auch ein bisschen Ausblick über die Zukunft des Theaters in Deutschland. Kannst du dich in deinen eigenen Worten unserem Publikum, unserer Zuschauer vorstellen? Wie kamst du zum Theater und was führte dich zur Regie? Ja, Oksana, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ja, wie kam ich zur Regie? Tatsächlich bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo schon immer viel Musik gemacht wurde. Und meine beiden Eltern hatten eine große Leidenschaft fürs Theater. Mein Vater eher für Bertolt Brecht und das Sprechtheater. Meine Mutter ist eine Opernsüchtige und die ist mit mir schon ganz früh immer in die Oper gegangen, schon mit 3 Jahren. Ich hatte auch so einen Kindergartenfreund, der lustigerweise auch Regisseur geworden ist, Hinrich Horst Kotte. Und wir haben im Kindergarten schon alle Opern nachgespielt und Ballette und Verbeugen geübt und waren eigentlich, er kam aus so einer Familie, die wahnsinnig kulturell interessiert war und uns Kinder auch immer überall hin mitgenommen hat. Habe dann als Kind sehr leidenschaftlich und sehr ernsthaft Ballettunterricht genommen bei Tatjana Ksowski und dachte eigentlich, ich werde Tänzerin. Aber dann irgendwann mit 14, 15 Jahren war die große Krise da. Es war klar, ich bin zu groß, der Körper macht das nicht wirklich mit. Aber die Leidenschaft für die Musik und für das Theater war eigentlich immer da. Und dann habe ich nach meinem Abitur erstmal angefangen, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften und Theaterwissenschaften zu studieren an der FU in Berlin. Habe aber schnell gemerkt, das Wahre fehlt mir. Also es ist noch nicht ganz das, was ich will. Und dann habe ich von diesem Opernregie-Studiengang gehört. Der war damals noch relativ unbekannt und es gab auch nur 3 Orte, wo man das studieren konnte: München, Hamburg und Berlin. Und alle Hochschulen nahmen, glaube ich, so 2 Studenten im Jahr oder so. Und dann habe ich mich in Berlin beworben. Das fand ich die interessanteste Schule, weil die von der Ausrichtung her so wirklich zwischen Felsenstein und Brecht stand. Also ich dachte, ah, da sehe ich viele verschiedene Welten und Richtungen. Und das fand ich sehr spannend, auch die Professoren, die dort unterrichtet haben. Und das hat auf Anhieb geklappt. Und dann war ich in diesem Studiengang. Und wie das so ist, plötzlich ist man in dem Studium und sofort wieder in der großen Krise, ja. Weil ich hatte keine guten Beziehungen und keine Verwandten am Theater und dachte, uff, ist das überhaupt ein Beruf? Und ich hatte großes, großes Glück, dass ich direkt nach dem Studium als Assistentin nach Graz gekommen bin, an die Oper, zu dem damaligen Intendanten Gerhard Brunner. Und die Oper Graz hatte einerseits wirklich tolle Regisseure immer da, von denen ich viel lernen konnte. Es war so wie eine Verlängerung meines Studiums. Und andererseits hat Gerhard Brunner wahnsinnig toll junge Leute gefördert. Also es gab dort diesen Ring Award, diesen Richard-Wagner-Wettbewerb, an dem ich dann auch teilgenommen habe und den zweiten Platz gemacht habe. Und vor allem das Wichtigste war natürlich, dass Gerhard Brunner mir dann die Chance gegeben hat, meine erste eigene Inszenierung am Haus zu machen. Und das war nicht irgendwas auf einer kleinen Studiobühne, sondern es war gleich Turandot. Mit allem drum und dran, Chor und Extrachor und Kinderchor und Statisterie und Ballett und 1000 Solisten und so. Und ja, das ist gut gegangen und ich habe dann sehr schnell den Absprung in die Freiberuflichkeit gewagt und das hat geklappt. Wie ein Wunder manchmal, denke ich. Ja, Theater ist ein Wunder. Also erstens, jetzt erklärt sich ja alles aus deinem Lebenslauf, die Passion und Liebe zu Oper so quasi in die Wiege gelegt. Und mit solchen Lehrern wie Ruth Berghaus und Peter Konvitschny. Sidney Konvicne, die ich beide verehre, ich, sind beide sehr, sehr prägende Persönlichkeiten. Und Heinrich Horst Kotte natürlich ein großartiger Kollege, mit dem ich auch gearbeitet habe. Ah, Also wunderbar, wunderbar, du freue ich mich total. Na, jetzt gehen wir direkt zum ersten Ernst des Lebens. Wo hat die Pandemie, der Lockdown, dich angetroffen? Was war die erste unmittelbare Herausforderung für dich in dieser Zeit?
Die Pandemie hat mich angetroffen, als ich gerade mit meinem Team Klaus Grünberg und Barbara Drusin in London war und eine Rusalka dort erarbeitet habe für die ENO. Und verrückt, wie das ist, es war eine der schönsten Probenzeiten, die wir je hatten. Ja? Wirklich mit diesen wunderbaren englischen Sängern und Corinne Winters hat die Rusalka gesungen. Und es war wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Cast und Crew waren einfach zum Küssen, also wirklich entzückend. Und das hat schon sehr wehgetan, dass 2 Wochen vor der Premiere, es war gerade der erste Tag auf der Bühne, plötzlich der absolute Lockdown auch dort kam, obwohl es lange Zeit so aussah, als würden die Engländer das alles ganz anders machen. Ja, und dann war das ganz, ganz merkwürdig natürlich von einem Tag auf den anderen, nicht nur plötzlich ohne die Arbeit zu sein, sondern auch plötzlich aus London wieder in Berlin zu sitzen. Und ja, ich glaube, das war schon mit die größte Herausforderung, plötzlich so aus dem vollen Arbeiten und Leben und dieser sehr glücklichen Situation mit tollen Leuten an einem tollen Stück arbeiten zu dürfen, plötzlich so im Nichts zu sitzen und gar nicht zu wissen, wann geht das weiter, wie geht das weiter. Ich kann mich erinnern, damals dachten wir noch, naja, das geht jetzt 3-4 Wochen und wahrscheinlich werden wir die Rusalka dann wenigstens bei unserem Co-Produktionspartner Luxemburg zeigen können. Und damals konnte sich noch niemand vorstellen, dass das länger als ein Jahr gehen wird. Und dann schließt sich die Frage an, wie war deine persönliche Erfahrung mit Pandemie und dem Lockdown, ja eben als Privatperson und als Künstlerin, als Regisseurin? Also ich glaube, ich hatte großes Glück insofern, als wir alle von London ausbezahlt worden sind und auch der Co-Produktionspartner Luxemburg sogar ein Drittel gezahlt hat. Also so das Finanzielle war erstmal okay und geregelt, was ja vielen Kollegen nicht so geht. Dennoch ist es eine ganz, ganz seltsame Situation, ja, wie in einem Albtraum, als wäre die Zukunft plötzlich weg. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe die letzten Jahre ja immer unglaublich viel gearbeitet. Und diese Pause, auch wenn sie erstmal unfreiwillig war, hat mir sicher in vielen Bereichen doch auch ganz gut getan dann im Nachhinein. Plötzlich konnte ich mich um Dinge kümmern, die ich schon ganz viele Jahre nicht mehr gemacht habe. Ich habe als erstes meine Chopin-Etüde wieder rausgeholt und mache das jeden Tag ein bisschen so wie Yoga am Klavier, ganz langsam und ohne den Ehrgeiz, irgendetwas Tolles spielen zu können am Ende. Aber so, ja, wie eine kleine Meditation. Und ich habe angefangen, diese kleinen Filme zu drehen, die jetzt bei der Deutschen Bühne auf der Website gezeigt werden. Diese Figur Victor habe ich erfunden in der Zeit. Ich mache viel andere Sachen, ich schreibe viel, ich habe angefangen zu zeichnen und zu malen und natürlich, die Arbeit geht ja trotzdem weiter. Also ich sitze hier mit vielen, vielen Klavierauszügen und höre eigentlich jeden Tag Oper und bin jeden Tag an der Arbeit dran. Es ist zwar vieles abgesagt worden von dem, was ich vorbereite, aber man will immer die Hoffnung nicht aufgeben, dass vielleicht das eine oder andere doch stattfindet. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Ende der Eiszeit in Sicht ist. Es gibt ja doch einige Häuser, die jetzt wieder Bauproben planen und plötzlich kommt doch wieder die ganze Arbeit auf einmal und Tja, man muss ja flexibel bleiben in diesen Zeiten. Ja, ich glaube vor allem ganz fest daran, dass sowieso können wir an dieser Situation im Moment nichts ändern. Ja, ich glaube, man kann nur versuchen, einen positiven Umgang damit zu finden oder das Beste daraus zu machen. Ja, so schwer das manchmal ist, aber. Jetzt gehen wir zu einer sehr wichtigen Frage, also aus meiner Sicht sehr wichtige Frage. Deiner Meinung nach, wie hat die Pandemie das Theatersystem in Deutschland getroffen? Also ich glaube, die Schäden sind noch gar nicht endgültig abzusehen. Also ich glaube, dass die Theater als Institution sehr hart getroffen wurden und natürlich auch die ganzen Freiberuflichen. Ich glaube, dass die wirklichen Diskussionen und die wirklichen Kämpfe nach der Pandemie losgehen werden, weil die Lage für die Theater doch finanziell so schwierig geworden ist, dass es mich nicht wundern würde, wenn viele kleinere Häuser wirklich so an den Rand ihrer Existenz geraten. Und ich glaube, wir werden alle unsere Kräfte noch gut bündeln müssen, um dann wirklich für das Überleben dieser kleineren Häuser zu kämpfen auch.
Aber ich glaube, nicht nur kleinere Häuser, wahrscheinlich auch die größeren Häuser. Auch die größeren natürlich. Ich erlebe ja auch jetzt schon, dass auch langfristig Stücke abgesagt werden, weil zum Beispiel ein Haus XY sich plötzlich eine Tonanlage nicht mehr leisten kann, oder plötzlich sich überhaupt nicht mehr leisten kann, eine bestimmte Koproduktion zu machen oder so. Und das sind auch größere Häuser da dabei. Wir haben schon ein bisschen die unmittelbaren Folgen der Pandemie besprochen. Was meinst du für die restlichen künstlerischen oder Kulturschaffenden? Was könnte ein, wenn überhaupt, was könnte einen positiven Effekt auslösen? Also, es ist schwierig, jetzt schon über positive Effekte zu reden. Ja, in meinen Augen überwiegt im Moment auch nicht unbedingt das Positive, sondern wirklich eher die Schäden und Schneisen, die das schlagen wird in der Theaterlandschaft. Aber wenn wir über was Positives reden wollen, könnte man natürlich schon sagen, dass es auf der einen Seite auch die Digitalisierung und die Digitalität auch der Theater vorangetrieben hat. Dass wir sicher alle gezwungen sind und gezwungen waren, über neue Formen, neue Präsentationsformen nachzudenken, auch darüber nachzudenken, naja, ich meine, darüber denken wir immer nach, wie man noch mehr Publikum und anderes Publikum erreichen kann. Ich kann für mich sagen, dass meine Lust auf Theater und meine Leidenschaft fürs Theater noch größer geworden sind. Und ich hoffe, dass eine positive Folge vielleicht sein wird, dass die Leute so ausgehungert sind nach Theater, dass sobald Corona vorbei ist, die alle wieder hinrennen werden. Ja, ich hatte das große Glück, von Oktober bis Dezember in Köln die Tote Stadt inszenieren zu dürfen mit Auschriene Stundite und Burkhard Fritz. Und ich muss sagen, das war so beglückend und schön. Ich war so dankbar für diese Zeit, ja, selbst wenn es gar keine Premiere gegeben hätte. Wir haben das dann als Stream gezeigt, weil wir gerade so wieder in den nächsten Lockdown reingerutscht sind können. Aber alleine die Arbeit, sich mit anderen Menschen gemeinsam mit seinem Stück auseinandersetzen zu dürfen, mit der Musik beschäftigen zu dürfen, das ist ein unglaubliches Geschenk, ja. Und vielleicht ist das doch auch eine positive Folge der Pandemie. Ich habe schon das Gefühl, dass die Theaterschaffenden enger zusammenrücken, weil wir haben alle gemeinsam etwas zu verlieren und wir haben alle gemeinsam auch etwas zu gewinnen. Liebe Tatjana, jetzt will ich ein bisschen über dich als Regisseurin sprechen. Ich lese einfach die Schlagzeilen. Tatjana Gorbatsche, das Bühnentier, die Arrivierte. Im Ideenzünden und in der Personenführung ist Gorbatsche mittlerweile eine Meisterin. Wie würdest du in deinen eigenen Worten dein Regiestil beschreiben? Ah, ich glaube, das ist immer am schwierigsten, sich selber zu beschreiben. Ich kann nur sagen, dass in der Vorbereitung für mich die Musik vor dem Text eigentlich fast einen Vorrang hat. Ja? Ich finde, die Kunst im Regieführen ist ja sozusagen diese Differenz zwischen dem, was die Worte ausdrücken, das Libretto, was der Text sagt, und zwischen dem, was die Musik sagt. Diese Differenz oder diese Reibung, die da entsteht, das ist Grundlage für die Regie. Für mich sind in der Zusammenarbeit wahnsinnig wichtig meine Teams, meine Bühnenbildner und Kostümbildner. Also allen voran natürlich Klaus Grünberg, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren arbeite, aber auch jemand wie Henrik Ahr, Silke Willräth, Barbara Drosin, Stefan Heine. Das sind alles Leute, mit denen mich wirklich ein langer Weg verbindet. Und ich finde, Theater ist Teamwork. Für mich ist ganz, ganz klar, dass nicht die schönen Bilder im Vordergrund einer Aufführung stehen, sondern der Sänger mit seiner ganzen natürlich Stimme und Darstellungskraft. Mich interessieren die Geschichten, die zwischen den Menschen stattfinden, die Beziehungen zwischen den Menschen. Deswegen ist mir die Personenführung so wichtig. Ich habe bei Recherchen zu unserem Interview einen Oh. TED-Talk in Antwerpen und unter anderem hast du über den Beruf von dem Regisseur Folgendes gesagt: I'm like an archaeologist. I start collecting all these little parts and bodies and try to blow the dust away from them to find out where is the coherence between the time of origin of the opera and our times. Und du hast auch gesagt, das Theater ist kein Museum. Könntest du ein bisschen mehr dazu was sagen, beziehungsweise deine Rolle in diesem Prozess? Also für mich sind diese Geschichten, die wir erzählen im Theater und in der Oper, Geschichten, die nicht abgegolten sind. Irgendetwas ist an diesen Geschichten immer noch nicht gut. Es ist immer noch aktuell, es brennt immer noch.
Und deswegen erzählen wir sie. Und ich glaube, die Aufgabe des Regisseurs ist wirklich, diese Brücke zu schlagen und zu dem Publikum zu vermitteln, wie nah sind uns wirklich diese Figuren? Was haben die mit uns zu tun? Und das bedeutet nicht eine platte Übertragung nach heute, sondern das bedeutet, dass man an den Kern eines Stückes herangeht. Ja? Es bedeutet nie, für mich bedeutet es nicht, irgendwelche Bilder auf ein Stück raufzupflanzen, sondern im Gegenteil, zu versuchen, das Stück wie zu entschalen und an den Kern heranzukommen. Genau, du hast auch ganz was Tolles gesagt. Opera, that is a kind, a species that includes so many other forms of art. And we feel touched when we might retransform ourselves from a passive, hushed, muted mass into witnesses of progressing, so we can change into creative and active power. Ich hoffe, das ist immer noch so. Absolut. Also deswegen finde ich die Corona-Zeit auch so doppelt schwer. Und ich glaube, dass wir mit all den Streams und so Theater überhaupt nicht ersetzen können. Weil ich glaube, dass gerade im Live-Erlebnis eine gesellschaftliche Kraft liegt. Etwas, das uns verbindet. Und der Zuschauer ist genauso wichtiger Teil des Theaters und der Aufführung wie die Menschen, die auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne. Und ich glaube aber auch, dass Theater uns auch ermöglicht, Menschen zuzugucken, die auf der Bühne einfach frei sind und dort alles tun dürfen. Und die Kunst hat so eine anarchische Kraft, die uns als Zuschauer dann am Ende auch befreit, ein Stückchen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Dann gehen wir weiter mit unserem Interview und reden ein bisschen über Regietheater. Regietheater in Deutschland. Geliebt und in den letzten Jahren auch schwer in die Kritik geraten. Wie würdest du jemanden, der oder die sich damit noch nicht auskennt, das Regietheater definieren oder beschreiben? Wo liegt der eklatante Unterschied zwischen Regietheater und der traditionellen Art einer Operninszenierung? Gute Frage und eine sehr komplexe Frage. Erstmal muss man ja sagen, dass dieser Begriff Regietheater eine Tautologie ist. Jedes Stück, das als Szene umgesetzt wird oder gezeigt wird, beinhaltet Regie, egal wie ich es mache, egal wie traditionell oder nicht. In dem Moment, wo ich etwas, was nur auf einem Papier geschrieben steht, eine Klavierauszugseite, in die Realität transformiere, ist es schon eine Interpretation. Und ich glaube, der Irrtum ist zu meinen, dass die traditionellen Aufführungen uns die Wahrheit über ein Stück erzählen. Ich glaube, sie entsprechen nur einer Aufführungstradition, etwas, was wir gewohnt sind zu sehen. Ich glaube aber, dass viele Stücke, wenn man sie wirklich im Detail anguckt, tatsächlich etwas anderes erzählen, als wir viele, viele Jahre lang auf der Bühne gezeigt haben oder sehen wollten. Ich glaube, es wird auch vergessen, dass andere Zeiten natürlich auch andere Arten der Erzählung mit sich gebracht haben. Gleichzeitig hat niemanden gestört, dass der Konvitschny in Leipzig sein Bohème auf der fast leeren Bühne aufgeführt hat. Ich denke, da gibt es vielleicht was ganz, ganz Entscheidendes da drin. Was meinst du? Du hast recht. Also vielleicht ist es tatsächlich weniger eine inhaltliche Diskussion, die da geführt wird, als mehr eine ästhetische. Ich würde auch nicht sagen, dass jede moderne Inszenierung sofort eine gute Inszenierung ist und jede traditionelle eine schlechte oder umgekehrt. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass Aufführungen wirklich gut gemacht und gut gedacht sind. Also ich finde diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten, weil ich nicht so pauschal über etwas urteilen kann. Ja? Man verpasst vielen Regisseuren dieses Etikett, modernes Regietheater, aber in Wahrheit sind die Regiesprachen so unglaublich unterschiedlich, dass ich mich manchmal frage, wie kann man das alles in eine Schublade packen? Vielleicht ist das Unterschied zwischen dieser traditionellen Opernaufführung und Regietheater, dass vielleicht im Regietheater genau hingeschaut wird? Manchmal, auch nicht immer. Also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, man kann nur das tun, wovon man selber überzeugt ist. Und ich glaube, eine Kunst fängt dann an, diskussionswürdig und interessant zu sein, wenn man wirklich mit seiner ganzen Kraft und Leidenschaft und seinem ganzen Verstand und seinem ganzen Herzen da dabei war. Auch dann kann es immer noch schief gehen, weil die Oper besteht ja aus vielen Menschen und vielen Energien, die gebündelt werden müssen. Man muss als Regisseur natürlich auch schaffen, die Sänger auch zu überzeugen und mitzuziehen und die Leidenschaft, die man selber
gespürt hat beim Erarbeiten, auch weiterzutragen, wie eine Fackel oder wie eine Flamme, die dann hoffentlich schön lichterloh brennt. Aber ich glaube, damit geht es los. Also wenn ich selber von etwas entzündet bin, dann kann ich diesen Funken weitergeben. Wenn es da schon nicht klappt, dann klappt nichts. Welche Auswirkungen hat die Pandemie zum Beispiel auf Beruf des Regisseurs? Ja, ich fürchte, dass die direkteste Auswirkung erstmal ist, dass die jungen Künstler, die gerade erst anfangen, ihre Kunst zu machen, nicht so leicht auf den Markt kommen. Und das ist erstmal ein riesen Nachteil, weil wir brauchen natürlich alle frisches Blut und frische Ideen und frische Gedanken und neue Formen. Und das ist eine tolle Generation, die danach wächst. Also Leute, die sehr, sehr toll ausgebildet sind, die auch viel sehen, die neugierig sind, die mit einer großen Leidenschaft und Bereitschaft, alles zu geben, an die Sache rangehen. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man selber nicht in einer leitenden Position sitzt. Ja, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Theater und die Intendanten und die Operndirektoren da einen besonderen Fokus drauf werfen und man alles tut, um dieser jungen Generation den Weg zu ebnen und denen zu ermöglichen, sich zu zeigen. Und wir sollten uns bewusst sein, was für eine tolle, reiche Theaterlandschaft es in Deutschland eigentlich gibt. Und was für ein Geschenk das ist, nicht nur für die Zuschauer und für uns, die wir Jobs haben wollen, sondern auch im Sinne einer Ausbildung. Also ich denke, da gibt es noch viele Diskussionsmöglichkeiten und vieles, was man noch verbessern kann. Genau. Tatjana, da sind wir schon am Ende unserer Interview. Aber vielleicht könntest du, wenn du magst, eine Art Prognose wagen. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass noch schwierige Zeiten ins Haus stehen. Und ich kann nur hoffen, dass die Pandemie uns alle lehrt, aufeinander zu achten und Solidarität zu üben. Und dass wir Theaterschaffenden uns wirklich bewusst machen, dass wir nur miteinander überleben können. Ich glaube, Solidarität ist ein wichtiges Stichwort. Das Theater hat eine Mission und wir als Kulturschaffenden auch. Was denkst du? Hast du eine Mission? Natürlich! Unbedingt. Also ich glaube, dass das Theater eine gesellschaftsbewegende und auch politische Kraft ist. Und ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht Botschaften zu setzen haben. Wir der Ort sind, an dem der gesellschaftliche Diskurs stattfinden muss. Deswegen sollten wir untereinander auch nicht damit sparen, uns über alles die Köpfe heiß zu reden. Liebe Tatjana, herzlichen Dank. Bei Show ist passiva, danke. Show ist passiva. Also was ich unbedingt den Leuten, die hier zugucken, vielleicht auf den Weg geben möchte, ist nicht zu verzweifeln, trotz der Pandemie. Weiter alles zu geben und so kreativ zu sein wie möglich und weiter mit Freude Theater zu machen. Und das Theater wird überleben, mehr als Corona. Und ich freue mich auf die Zeit, wenn wir da alle wieder gemeinsam auf unserer großen Spielwiese sein dürfen und bessere Welten herbeiträumen dürfen. Und dass wir uns bald auch alle irgendwie live begegnen können. Und nur ja, denn Theater ist live und lebt davon, live zu sein. Und keine Digitalisierung der Welt wird das ersetzen können, diese Kraft. Halleluja, das sind die Worte. Liebe Tatjana, herzlichen Dank. Bleib so, wie du bist, charmant, kreativ, energisch. Und du, Oksana, let's stay in touch. We will do it. Gut. Liebe Freunde, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gib mir euer Like unten unter diesem Video und auch bald bei ArcNet.